Bitte schön, Herr Müller. Ja, vielen Dank. Ja, herzlich willkommen, guten Morgen miteinander. Mal schnell schauen, ob die Technik so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, mein Name ist Karl-Heinz Müller, die Moderatorin, die Frau Pinscher hat es ja gerade schon gesagt. Ich habe vor gut 26 Jahren in Rosenheim Holztechnik studiert und war damals unglücklich über die Sicherheitshinweis, muss man kurz stoppen, alles klar. Jawohl. Ja, damals war es so, dass während meinem Studium so die Wechselwirkungen zwischen dem Gebäude und dem Menschen überhaupt nicht beleuchtet worden sind. Und ich hatte damals einfach das Glück, dass ich in Rosenheim studiert habe und nebendran in Neubeuern, da sitzen ja die Pioniere der Baubiologie, das Institut für Baubiologie und Nachhaltigkeit. Und ich habe damals noch zu Studienzeiten begonnen, eben diesen Fernlehrgang zu organisieren, wo man sich eben baubiologisch fortbildet. Und das hat mich die ganze Zeit während meines Berufslebens begleitet. Ich habe dann die Weiterbildungen zum baubiologischen Messtechniker gemacht, also alles, was mit technischen Feldeinflüssen auf den Menschen zu tun hat, bis hin zu Radioaktivität und Radonmessungen. Alles, was mit Luftqualität und Schimmelpilzen zu tun hat, wird eben in dieser speziellen Ausbildung gelehrt. Ich berate seit vielen Jahren in einer vom IBN zertifizierten Beratungsstelle und seit ein paar Jahren bin ich im Vorstand vom Berufsverband Deutscher Baubiologen aktiv. Das so als Information zu mir und meiner Person. Ich begleite Baufritz seit gut 25 Jahren als freiberuflicher Baubiologe und habe da einfach Gelegenheit gehabt, ordentlich an der Produktentwicklung weiter mitzuwirken. So eine kleine Geschichte. Die Produktionsanlagen, die Sie hier sehen, die haben am Standort Erkheim, das ist im Allgäu, das zweite Gebäudeleben. 1984 gab es ja in München die Landesgartenschau, die internationale Gartenbauausstellung IGA in München. Und der damalige Seniorchef hat einen Auftrag bekommen, die Messepavillons zu bauen und hat der Messegesellschaft ein Rückkaufangebot gemacht und hat nach Ende dieser Veranstaltung mehrere tausend Quadratmeter Fassaden und Dachelemente zurückgekauft, hat die zwischengelagert und hat dann in mehreren Stufen diese Firmengebäude errichtet, inklusive den Büropavillons, also ein echtes Bauteilrecycling zu einer Zeit, wo sich um Rücknahme von Altmaterialien eigentlich noch keiner groß Gedanken gemacht hat. Wir haben den Rahmen, dass wir gut 30% der Bevölkerung plagen sich mit irgendwelchen Allergien. Es werden immer mehr, weil einfach die Fülle an Einflüssen auf den Menschen immer höher wird und da hat sich Baufritz einfach zu einem spezialisierten Anbieter gerade für diese Personengruppe entwickelt. Seit gut 20 Jahren ist Baufritz auch nach EMAS, nach dieser europäischen Umweltbetriebsprüfung geprüft. Da wird also jedes Jahr auf die Wirtschaftsweise geschaut und man muss schauen, dass man einfach immer nachhaltiger wird, wen es interessiert. Man kann also den Bericht online abrufen auf baufritz.de oder drüben am Stand bei den Kolleginnen eine Information hinterlassen, wenn man ein gedrucktes Exemplar möchte. Ja, Sie sind ja da, um sich ein paar Informationen zu holen. Wann spricht man von einem gesunden Gebäude? Ist es schon ausreichend, wenn ich auf die Glaswolle verzichte, die ja nachgewiesen problematisch ist? Oder wie gehe ich mit solchen Lüftungsleitungen im Gebäude um und so weiter? Oder ich habe heute überall Mobilfunksendeeinheiten, die mich nicht nur unter Tag, sondern auch im Schlaf tangieren. Wie geht man damit um? Ich habe technische Feldeinflüsse auch aus der Hausinstallation. Alles, was mit Smart Home Technik zu tun hat, erzeugt natürlich auch technische Feldeinflüsse. Und ich habe irgendwelche Hilfsmittel, ob das jetzt Kleber, Leime sind oder im konventionellen Bau Schäume, die meine Gesundheit tangieren. Bei Baufritz ist es so, dass also konsequent auf Montageschäume, PU-Montageschäume verzichtet wird. Bei Polyurethan haben Sie die Situation, dass nicht nur das Treibgas für ein paar Tage oder ein paar Wochen problematisch sind, sondern die Isocyanate als Härter sind dafür verantwortlich, dass einfach die Verarbeiter, aber auch die Menschen, die da drin wohnen, problematischen Substanzen ausgesetzt sind. OSB-Platten, das klingt so unscheinbar. OSB-Platten werden in der Regel aus Kiefernholz hergestellt und wenn dieses Holz zerkleinert wird und dann zu Platten gepresst wird, haben die technisch super Eigenschaften, aber durch diesen Pressvorgang kommt es zu einem thermochemischen Umbauprozess, der die normal eigentlich unproblematischen Holzinhaltsstoffe zu einem komplexen Aldehydgemisch eben weiter entwickelt sozusagen, die dann einfach dauerhaft auch die Raumluft beeinträchtigen. Darum setzt Baufritz keine OSB-Platten ein und so weiter und so fort. Sie sehen also keine faserhaltigen Materialien, selbstverständlich keine Holzschutzmittel. Baufritz ist seit 1988 ohne jeglichen chemischen Holzschutz unterwegs. Ja, selbstverständlich gibt es keine PVC-Böden, Design-Vinyl und Co., weil das einfach nichts mit Gesundheit zu tun hat.
Ja, was ist Standard in jedem Baufritzhaus? Wir haben die Situation, dass wir auf geprüfte Produkte zurückgreifen, ob das jetzt Produkte sind, die nach dem Nature Plus Verfahren geprüft sind oder vom Eco-Umwelt-Institut in Köln und ähnliche und natürlich auch Produktempfehlungen vom IBN, die stehen da bloß ein paar Meter weiter um die Ecke. Und wir hatten die Situation, dass die Hersteller ganz, ganz häufig keine Emissionsdaten rausrücken, so nach dem Motto, das ist ja alles Geheimnis. Aber wenn Sie heute moderne, luftdicht gebaute Gebäude haben, die nicht alle mit einer Lüftungsunterstützung ausgestattet sind, dann müssen Sie einfach wirklich auf noch so jede kleine Emissionsquelle aufpassen, damit es da nicht zu einer Anreicherung von problematischen Stoffen kommt. Und wir haben da hier eine eigene Prüfkammer investiert, um eben Kleber oder sonstige Hilfsmittel zu 4 Zeitpunkten zu vermessen. Also am Tag 0 bei der Verarbeitung, am Tag 1, am 9. und am 28. Tag, um einfach ein Gefühl für das Emissionsverhalten dieser Produkte zu bekommen. Und da sieht man eben als Beispiel 2 Balken. Der rote Balken steht für Fichtenholz, der graue Balken steht für Kiefernholz. Kiefernholz ist deutlich preiswerter, darum wird es am Bau auch sehr häufig eingesetzt und ist beliebt. Aber man sieht, die Emission an natürlichen Holzinhaltsstoffen, die ist auch nach einem Monat noch ein Vielfaches. Und dann kann man ja sagen, naja, mein Gott, das sind ja Naturinhaltsstoffe. Aber da unterscheiden die Mediziner, Umweltmediziner und Co. heute nicht mehr, sondern man möchte allgemein einen niedrigen Pegel an flüchtigen Substanzen haben, egal ob der jetzt künstlich erzeugt ist oder durch einen Naturstoff kommt. Baufritz hat sich vor gut 25 Jahren entschieden, keine Glas- und Mineralwolle mehr einzubauen und hat damals in einer ersten Stufe Holzwolle zur beaufsichtlichen Zulassung geführt. Und es war damals schon klar, auf der einen Seite Holzwolle teuer zuzukaufen, auf der anderen Seite Hobelspäne zu entsorgen, die nicht mit irgendwelchen Giftstoffen vergiftet sind, dass man da diese Reststoffe zu einem hochwertigen Dämmstoff weiterentwickelt. Seit gut 20 Jahren baufsichtlich zugelassen. Die Späne werden gesiebt, weil man die Feinteile nicht brauchen kann. Die würden sich setzen und sind wärmetechnisch problematisch. Die sind natürlich voll deklariert. Die sind vom IBN zertifiziert und auch von Nature Plus. Und alle energieoptimierten Gebäude, die Sie heute auf der Welt bauen möchten, kann man mit Späne-Technologie dämmen. Jedes Gebäude, das an Baufritz-Kunden ausgeliefert wird, wird schon seit 12 Jahren mit einer Raumluftmessung kontrolliert. Das schaut so aus, dass wenn die Menschen eingezogen sind, gibt man dem Gebäude mal noch 4 Wochen Zeit, um dass sich alles so sortiert. Die Menschen, das neue Mobiliar und so weiter und natürlich auch die neue Konstruktion. Und dann rückt ein Messtechnikpartner je nach Region vorbei und misst final nochmal die Raumluftqualität. Und da kann man dann einfach nochmal nachjustieren. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn die Menschen aus dem Altbau umziehen, dann ziehen die natürlich auch ihre Marotten mit um. Das heißt, wenn die im Altbau gewohnt sind, Benzinkanister, Waschbenzin, Rasenmäher und Co. im Keller zu lagern, dann machen die das auch im Neubau. Und die haben nicht im Blick, dass wenn ich heute eine Gebäudehülle habe, die schneller mal um Faktor 20 dichter ist, dass dann das keinen Unterschied macht, ob der Benzinkanister im Keller steht. Das ist gedanklich oder vom Messwert her ähnlich, wie wenn ich ihn neben dem Schlafplatz stehen lasse. Und da kann man dann einfach für die Menschen nochmal nachjustieren, wenn man solche Einflüsse finden. Mittlerweile blicken wir auf über 1800 Raumluftmessungen in den letzten 12 Jahren zurück. Sämtliche Ergebnisse werden statistisch verarbeitet. Das heißt, ich sehe auf einen Blick, ob das quasi ein Baufritz-Normalwert ist oder ob ich einen Auffälligkeitswert habe. Man lehnt sich da bei der technischen Verarbeitung an das ARGÖF-Schema an, also die Arbeitsgemeinschaft Ökologische Forschungsinstitute. Die haben ja gesagt, also 50% Perzentil der Messwert, der in jedem zweiten Gebäude gefunden wird, das ist quasi normal. Und der Pegel, der in 90% der Gebäude unterschritten wird, wenn man da drüber ist, dann habe ich statistisch eine Auffälligkeit. Da spricht man vom Auffälligkeitswert. Und mit solchen statistischen Methoden, und zwar substanzbezogen, schaut man da einfach auf die Messergebnisse aus dem Labor. Einfach nur so ein Auszug aus dem Raumluftmanager. Da sieht man einfach die einzelnen Bauvorhaben. Damals hat man noch im Rohbau gemessen. Sie können sich vorstellen, am Anfang denkt man ja Ausbauhaus, da misst man mal lieber die eigene Qualität. Mittlerweile ist es eine Dienstleistung. Auch bei Ausbauhauskunden wird im bewohnten Zustand gemessen, um einfach mögliche Quellen anhand der Ergebnisse dann zu detektieren. Das ist ja auch der Zustand, der die Menschen interessiert. Obwohl Baufritz seit 1988 auf jegliche chemische Holzschutzausrüstungen verzichtet und alle Partner unterschreiben, dass sie keinen chemischen Holzschutz einsetzen, leistet sich Baufritz für seine Kunden so diese Besonderheit, dass einmal im Monat eine Kollegin 10 Materialien aus dem Holzsortiment entnimmt, Proben, und dann werden die im Labor auf Holzschutzmittelrückstände
untersucht. Einfach um sicher zu gehen, dass einfach nicht aus Versehen, nicht nur beim Massivholz, sondern auch bei Plattenwerkstoffen und so weiter, Verunreinigungen drin sind, die dann die Gesundheit tangieren würden. Ja, Baufritz erfüllt bestimmte Gebäudezertifizierungen im Serienstandard, ob das jetzt in Luxemburg dieses neue Lennox-System ist für nachhaltiges Bauen, oder Sie haben vielleicht mitbekommen, dass man bei der KfW, wenn man Effizienzhauskredite beantragt, kann man einen sogenannten Nachhaltigkeitsbonus beantragen. Und da wird man dann eben nach dem Bewertungssystem nachhaltiger Kleinwohnhausbau bewertet. Und da ist es so, dass einfach sehr, sehr viele Optionen und Materialvorgaben und Technikvorgaben, die sind im Gebäudestandard enthalten. Also nur ein Beispiel, da wird eine Raumluftmessung gefordert, die ist bei Baufritz seit 12 Jahren dabei und ähnliche Dinge. Ja. Ich weiß nicht, warum er jetzt gerade nicht weiterfährt. Ja. Mag gerade nicht. Helfen Sie mir bitte. Ah, geht schon. Dankeschön. Ja, Reduzierung technischer Felder. Die Umweltmediziner sehen uns Menschen ja als Fass, unabhängig vom realen Aussehen. Hat jeder Mensch von der Natur genetisch einen unterschiedlichen Fassdurchmesser und eine Fasshöhe mitbekommen. Und wir füllen jeden Tag unser persönliches Fass mit Umwelteinflüssen auf. Ob das jetzt über die Ernährung ist, über das Trinkwasser, über die Luftqualität, die wir atmen, oder auch über technische Feldeinflüsse. Und wenn dann der persönliche Füllstand einfach maximal erreicht ist, dann reicht manchmal ein vermeintlich kleiner zusätzlicher Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, wo dann Menschen zum Teil mit harten körperlichen Reaktionen eben reagieren. Und darum ist es bei Baufritz seit über 10 Jahren eingeführt, dass der Elektrokabelbaum, wir sprechen ja von 1,5 Kilometern Elektrokabel, die in einem Gebäude verbaut sind, der ist in geschirmter Variante ausgeführt, immer im Serienstandard, um einfach ein sehr, sehr niedriges Feldniveau zu organisieren, dass sich die Menschen gut regenerieren können und dass eben die Füllgeschwindigkeit von den Kunden, also vielmehr von den Fässern der Kunden, dass die einfach deutlich reduziert ist. So schaut einfach so eine Messung aus, wird potenzialfrei gemessen. Man sieht einfach auf einen Blick, dass man hier Auffälligkeiten hat anhand der Farbe und nebendran ein völlig unbelasteter Schlafplatz, wo eben kaum technische Feldeinflüsse da sind bezüglich der elektrischen Wechselfelder. Sie kennen die Problematik bei der gesundheitlichen Bewertung von Mobilfunk. Gibt es ja 2 Lager. Die einen sagen, da kann überhaupt nichts passieren. Die anderen sagen, Vorsicht, da läuft einer der größten Feldversuche mit Menschen als Versuchskaninchen. Und Baufritz hat sich vor rund 19 Jahren dazu entschieden, in die Gebäudehülle von allen Gebäuden eine kohlebeschichtete Spezialplatte einzubauen, in die Außenwände und im Dach, um eben die Einstrahlleistung der Mobilfunksender auf ein menschgerechtes Maß zu reduzieren. Man möchte die Technik nicht komplett aussperren. Die möchten die Menschen ja auch nutzen, aber wir treten für einen menschgerechten Pegel ein. Und wenn Sie die aktuellen Grenzwerte anschauen, müssen Sie sich dessen bewusst sein, dass die halt zwischen Politik und Industrie ausgehandelt sind. Ja, da ist keine Vorsorge dabei und es gibt einfach genug Studien. Sie können auf den Seiten von Diagnose Funk, www.diagnose-funk.org, entsprechende Studienübersicht eben anschauen. Und um eben sicher zu gehen, dass Baufritz-Kunden einen sehr, sehr niedrigen Hochfrequenzpegel im Haus haben, ist eben seit gut 18, 19 Jahren eben in der Gebäudehülle diese Schutzplatte eingebaut. Die Fensterqualität ist darauf abgestimmt, dass man eben da keine großen Leckagen hat, keine Hochfrequenzleckagen. Baufritz, da muss man sagen, das sind ja Holzbauer mit Leib und Seele, aber wenn manchmal einfach die Gebäude so groß werden, dass also das Wohnzimmer größer ist als mein ganzes Wohnhaus, dann kommt man manchmal mit Holz als Tragbaustoff an Grenzen, vor allem wenn ich ihn nicht sehen soll. Also wenn Bauteile komplett in der Deckenkonstruktion versteckt werden sollen, dann habe ich nur eine bestimmte Deckenhöhe zur Verfügung und dann ist manchmal im Holzbau auch hin und wieder ein Stahlträger notwendig. Und da hat Baufritz in eine Entmagnetisierungsanlage investiert. Die hat damals ein Pionier der Baubiologie, der Helmut Merkel, konzipiert und gebaut. Und die werden serienmäßig einfach entmagnetisiert, dass man, wenn man drüber einen Schlafplatz hat, dass man keine Verzerrung des natürlichen Erdmagnetfelds hat. Wenn Sie Lust haben, können Sie Ihren privaten Schlafplatz selber mal mit einem flüssigkeitsgelagerten Kompass eben abscannen, ganz, ganz vorsichtig drüber. Und wenn der Kompass einen Schnalzer macht, wo er den Norden nicht mehr findet, dann ist es ein Indiz dafür, dass da irgendein magnetisierter Stoff Sie während der Schlafphase belästigt. Und dann kann man da auf die Suche gehen.
Ja, wir haben uns die letzten Jahre mit gesundem Licht beschäftigt. Sie haben ja die Situation, dass auf Veranlassung der Europäischen Union die normale Glühbirne so nach und nach aus dem Regal der Verkaufsläden genommen worden ist. Und wir wollten unseren Kunden jetzt keine Neonröhren oder quecksilberhaltige Energiesparlampen eben antun und haben dann uns auf die Suche gemacht nach energieoptimierten und gesundheitsoptimierten LED-Leuchten. Die haben aber alle die Problematik, dass sie ein unsichtbares Kilohertz-Flimmern haben durch die Elektronik, die bei diesen ganz, ganz preiswerten Produkten verbaut sind. Und sie haben also ein unsichtbares Stroboskop auf der Netzhaut. Es gibt Menschen, die mit Kopfschmerzen reagieren, die Menschen ermüden schneller und so weiter. Und das wollten wir nicht. Und darum haben wir in eine eigene Entwicklung investiert mit der Biolicht GbR zusammen, wo ein echt 100% flimmerfreies Licht mit einer wirklich sehr, sehr guten Farbwiedergabequalität, also mit einem CRI von über 90 herausgekommen ist. Und im letzten Ökotest im November letzten Jahres sind diese Leuchtmittel auch als Testsieger bezüglich der Lichtqualität herausgegangen. Die sind im Serienstandard bei uns mit verbaut. Ja, kleines Detail noch, baubiologische Grundstücksuntersuchung. Die Menschen geben viel Geld aus für ihr Gebäude und auch für ihr Grundstück. Und das ist einfach eine Dienstleistung, die Baufritz eben anbietet. Noch bevor man sich überhaupt für irgendjemanden als Hauspartner entschieden hat, lassen sie ihr Grundstück untersuchen auf elektrische, auf magnetische Einflüsse, auf hochfrequente Einflüsse, auf geologische Störungen. Da wird mit so einem Szintillationszähler das Baufenster abgescannt und man sieht, dann habe ich irgendwelche Wasserauffälligkeiten oder geologische Verwerfungen und dann kann ich meine Planung so anpassen, dass ich keine Kollision mit irgendwelchen geologischen Störzonen habe. Und nach unseren messtechnischen Erfahrungen lassen sich geologische Störungen und Wasseradern nicht mit irgendwelchen technischen Maßnahmen schirmen, sondern da wird man von der Planung her immer versuchen auszuweichen und um dem auszuweichen. Und was seit ein paar Jahren auch im Serienstandard gemacht wird, wir messen die Bodengaskonzentration bezüglich des radioaktiven Edelgases Radon. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass 2013 die sogenannte Euratom-Richtlinie verabschiedet worden ist. Die wird jetzt in diesen Monaten in nationales Recht umgesetzt, weil man eben erkannt hat, dass wenn ich einen zu hohen Radonpegel in meinem Wohnhaus habe, Radongas kommt aus dem Erdinnern und dringt durch Kellerundichtigkeiten in das Gebäude ein, dann erhöhe ich einfach unnötig mein Lungenkrebsrisiko auch als Nichtraucher. Ja, also das Bundesamt für Strahlenschutz geht davon aus, dass man so zwischen 2.000 und 4.000 Lungenkrebstote haben pro Jahr durch das radioaktive Edelgas Radon. Und das wird einfach gemessen auf dem Grundstück und dann kann ich meine Kellerqualität auf die Situation vor Ort abstimmen. Genau, dann einfach noch ein paar Bilder, was eben Baufritz so realisiert, selbstverständlich mit viel Licht. Auch unterschiedliche Formen, da hat sich also eine Kundin in die Mondsichel als dominierendes Element bei der Planung verliebt. Lässt sich heute im modernen Holzbau alles realisieren. Ist letztendlich nur eine Frage vom Geldbeutel, was man bereit ist dafür auszugeben, aber ist alles machbar. Und dann bin ich eigentlich schon am Ende.